Freunde, weil wir ja heute auch über die digitale Welt geredet haben, können eben auch Leute sein, mit denen ich mich auf Zeit oder über längere Zeit, zum Beispiel über die sozialen Netzwerke zum Erreichen eines Ziels verbinde, ohne dass wir persönlich befreundet sind. Das hat also nichts mit territorialer Zugehörigkeit, nichts mit ethnischer Zugehörigkeit zu tun, sondern Menschen, mit denen ich mich noch nicht in Beziehung setzen konnte.